Hallöchen, Leute. Hier geht es jetzt heute mal kurz, ich hoffe, es geht kurz, um ein Radio Panasonic RF 2400 mit manuellem Sender suchen, den Band-Switch oder Selektor. Wir haben ja FM, AM und Off, drei Stufen, also an, außen oder zwei. Wenn ich jetzt anmache, ja, drei. Kann ich dann FM, AM wählen und aus. Läuft auf Batterie. Potentiometer hier für Lautstärke. Kopfhöreranschluss kann auf AC auch laufen. Und ganz kurz am Rande, das Radio habe ich von einer Wohnungsauflösung und ich sage dazu jetzt mal Tantchen, auch wenn das nicht meine Tante ist, aber die Wohnung haben wir in der Rekordzeit in Anführungsstrichen entkernt. War Schweinearbeit. Egal, von da habe ich das Radio. Und das Radio hat ein kleines Problem. Ich schalte das mal an und Achtung, es könnte laut werden. Ich schalte es an. Und AM ist genau dieselbe Geschichte. Ich meine, das war auch so, dass hier AM, FM der Umschalter nicht funktionierte. 1840 baute die Eisenbahngesellschaft hier mit der Ja. Zentrale. 1900. Und ich hoffe, ihr habt es mitgekriegt. Also der Volume-Knopf, der geht so gut wie gar nicht. Der AM/FM-Switch hat hier auch ein Problem. Ich schraube das jetzt auf. Ich muss schon mal sagen, ich habe es schon aufgehabt. Mir ist das Video hier abgeschmiert. Ich schraube es jetzt noch mal auf. Und so, dass wir da rankommen und dann nehme ich Kontaktspray und mache das mal ein bisschen sauber. Und dann sollte das wieder hinhauen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, nur das Ding offen. Der Lautsprecher hier, der ist eigentlich nur auf vier Pins geschoben, aber einer ist schon weggebrochen. Hier mit den Dingern. Und wird hier über eine Feder, die ist relativ stark, gegen gedrückt. Eigentlich ganz gut, das ist das Radioteil. Viel ist nicht drauf, ist ein IC. Ein Sony CXA16198S. Ich google mal schnell nach dem IC. So, ich habe jetzt mal da kurz das Datenblatt auf. Es ist ein CXA1619BS. Habe ich falsch gelesen. Ist ein AM/FM-Radio, ist ein One-Chip FM/AM-Radio-EC. Ist auch alles drinne. AF-Power-Amp, also Audioverstärker ist drinne. AM-IF-Detektor, AGC. Ein Tunimeter hätte es noch, ein FM-IF, weiß ich jetzt nicht. Ein Diskriminator und es ist eigentlich alles drin. Komplettes Radio in einem Chip, sagen wir es mal so. So, und Problem haben wir ja mit dem Lautstärkepoti. Es ist jetzt auch noch Power drin. Also, das sollte gehen. So, Lautstärkepoti. Ich hoffe, da komme ich auch so ran. Ja, hat das eine Öffnung? Anscheinend nicht, aber da ist viel Zeugs drauf. Das ist hier vergossen. Oh. Ich hoffe, ich kriege da ein bisschen was rein. Ist das eine Öffnung oder nicht? Wo habe ich meine Lupe? Ich brauche nur mal kurz die Lupe. Ich gucke jetzt hier nicht mit dem Mikroskop, da müsste ich erst alles anbauen. Ja, ist eine Öffnung. Gut. Habe ich jetzt eigentlich noch ein Sprühröhrchen hier irgendwie? Irgendwie ist mir das abhanden gekommen. Nee, das Sprühröhrchen hätte ich nicht. Und an die Kanülen komme ich jetzt auch nicht ran. Ach, wir probieren es einfach.
Muss er da nur irgendwie reinlaufen. Jetzt lässt es sich auch schon leichter drehen, wenn ich das hier bewege. Was ist das Spreeröhrchen? Ja, da ist es. Ich hab's gepinselt. Machen wir nochmal einen Schluss rein. So. So. Das hatte sie bei sich im Badezimmer stehen. Das hat sie aber dann auch, glaube ich, schon Jahre nicht mehr benutzt. Ich weiß gar nicht, wie alt das hier ist. Steht hier ein Datum drauf. 049JC. Nicht, ob hier irgendwo ein Datum kann 2004, kann 2009 oder was sein, keine Ahnung. Ich schalte es noch mal an. Also das funktioniert schon mal wieder. Das geht. So, und der Schalter ist hier der hier. Kriegen wir da was reingesprüht? Machen wir das mal so ein bisschen. Das funktioniert aber noch nicht so ganz. Also ich mache jetzt so, ich habe reingesprüht. Ich glaube, das ist auch die ganze Mechanik hier. Gut, aber Lautstärke-Poti funktioniert. Das geht wieder. Das war jetzt eigentlich auch nur ein ganz schnelles Video. Es sollte eigentlich auch gar nicht so lange dauern, das Video. Hier mache ich mal einmal den Knopf ein bisschen. So. So, das sollte wieder hinhauen, dann baue ich das wieder zusammen. Auf AM, speziell Mittelwelle, was es hier hat, kriege ich hier in diesen Räumlichkeiten keinen Empfang. Nicht wirklich. So, jetzt muss ich das nur noch wieder zusammenbauen. Mal gucken, dass ich das zusammen kriege. Die Antenne ist hier nur irgendwie mit ein Stück Draht angebanselt. Oder ich weiß nicht, wie die das hier gemacht haben. Ja, so. So. Den wieder drauf. So, dann die Abdeckung, die geht so. Der Lautsprecher geht so. Seht ihr jetzt leider nicht.
Ich versuche es euch mal zu zeigen. Das wird nichts. Einmal hier. Wird hier so rein. Also da sind sogar zwei abgebrochen. Da wäre einer, da wäre einer. Hier unten, da ist so ein Plastiknibbel und hier oben. So, und jetzt muss ich das hier alles irgendwie so zusammenkriegen, dass mir das hier nicht so auseinanderfällt. Sollte theoretisch funktionieren. So. So, und dann kommen die Schrauben wieder rein. Und dann ist das Radio soweit wieder fertig. Und warum habe ich jetzt das Radio mir fertig gemacht? Weil ich für den Garten wieder eins brauche. Das, was ich im Garten habe, das funktioniert nicht mehr richtig. Das ist noch schlimmer. Das war über 2 Jahre jetzt zwar Wetter, also wassergeschützt, aber trotzdem der Luftfeuchtigkeit und alles ausgesetzt. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich das ja auch noch reinnehmen muss. Das war jetzt aber über 2 Jahre draußen. Das war jetzt nicht so förderlich für das Ding, aber das Radio ist auch nicht so besonders. Das klingt auch eher wie so eine Blechdose. So, aber irgendwie fehlt mir noch eine Schraube. Nochmal 1, 2, 3, 4. Ja, eine Schraube fehlt mir. Oh, vielleicht finde ich die noch. Naja, gut. Schraube ist ja nicht so schlimm. So, machen wir nochmal an. Ich kriege hier nichts. Ich versuche mal ein bisschen frei stehender im Raum. Ja gut, also ich kriege hier nichts an Sender. Bei AM, also hier in diesem Bereich, sagen wir es mal so, könnte draußen besser sein, oder wenn ich jetzt versuche da noch, ja nee, das ist ja nur Ferrit. Nee, Langdraht geht nicht an diesem. Da kann ich nur draußen oder im Garten gucken, ob ich da was kriege. Aber AM ist ja hier eigentlich auch so gut wie tot. Also es gibt keine starken deutschen Mittelwellensender mehr oder Kurzwellen oder Langwellensender mehr. Nur noch die ganzen ausländischen, und
Das ist halt auch ziemlich tageszeitabhängig, wo man was kriegt. Aber das Radio geht wie der, in Anführungsstrichen. Es war ja nur das Lautstärke-Poti und der Schalter hier und das war's. Gut, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Und das wäre das Video für heute. Okay. Achso, kleiner Nachtrag. Freut euch schon mal, es kommt noch ein anderes Video mit einem etwas schönem Gerät. Das habe ich jetzt gerade erst gestern noch besorgt. Egal, aber das seht ihr dann später. Okay, tschüssi.